Sagen wir drei. Okay, jeder kriegt. Was sprechen wir jedem zu? Bauxit. Merken. Ein Boot, ein Brot, Ein nein, Quatsch. Brot. Ich würde eher sagen, also denn für die Scheune dann dementsprechend, für das Lager. Pro Einwohner einen halben Stack Brot. Und pro halben Stack Brot ein Stack Weizen. Auf Lager. Dann kann man ja mal gucken, dass man dementsprechend die Felder dimensioniert, dass man sagt, weiß ich nicht, so mit einer Ernte kriegst du alles Weizen, was du benötigst. Was du brauchst. Ja. Dann müsste man jetzt bloß Kopf rechnen können, ne, was ich ja nicht kann. Oder wo ich meist zu faul für bin. Wenn ich nach der Aussage meiner Lehrer gehen würde. Dann, ja, brauchen wir ein bisschen was. Ich werde hier übrigens nie wieder rauskommen. Wieso hast du dich jetzt so verbuddelt oder Ich wüsste was? gern, wer das Licht hier kommt. Ach, von da. Verbuddelt nicht, aber ich mache hier mal eine Fackel hin. Ich bin ja hier dieses Loch immer weiter runtergesprungen. Auf der Suche nach dem heiligen Grail. Und ich sollte mir vielleicht noch zwischendurch irgendwo, weiß ich nicht, Cobblestone abbauen, um mir irgendwann mal hochzustecken. Ganz unprofessionell und unsauber. Wenn ich nur so viel Eisen finden würde in einer normalen Minecraft-LP, wie ich hier Gravel finde, du, dann wäre ich reich. Dann würde ich sagen, scheiß auf Diamanten. Was ist eigentlich das kostbarste Material in Feed the Beast? Also in Überhaupt? ganz normal, also in Hosencraft ist es ja Diamanten. Ja, überhaupt als kostbarstes Material oder je nachdem. Weil ich würde, ich sag immer, Sagen wir erstmal überhaupt. überhaupt ist es, glaube ich, das Yu-Yu Matter, weil daraus kann man im Prinzip alles machen. Vielleicht nicht mit so einem schönen Okay. Preis-Leistungs-Verhältnis, aber man kann daraus einiges machen. Jetzt so hier im Anfangsbereich bin ich immer noch der Meinung, ist Kohle das Wertvollste. Das Und kommt nämlich nicht mehr so oft es vor, gell, ist, wie in. weil halt die ganzen Plätze ja auch verbraucht werden und die ganzen anderen Ressourcen. Uah. Ja. Ist Kohle relativ teuer und wertvoll. Aber auch so Sachen wie Eisen plötzlich. Weil Eisen brauchst du halt für die Maschinen. Eisen wird halt eingesetzt für die Werkzeuge, wobei man ja Ja. das dann austauschen kann, bei den Werkzeugen zumindest, durch Rubine und Smaragde und Saphire. Ja, Haben ja genau. denselben Stellenwert wie Eisen für die Werkzeuge zumindest. Und kannst es auch dafür verwenden. Hält, glaube ich, also es hält wirklich genauso viel aus. Ist im Prinzip wie Eisen, sieht nur anders aus. Mehr ist es nicht. Und dann kannst du das Eisen viel lieber in andere Sachen reinpacken, um für die Maschinen. Aber aus demselben Grund ist dann auch plötzlich Kohle so wertvoll, weil das ist deine einzige Anfangsressource, die du hast für die Stromerzeugung. Du musst ja am Anfang Strom erzeugen. Ja, Und schon klar, ja. das kannst du anfänglich nur mit Kohle machen. Also brauchst du Kohle, aber Kohle musst du ja auch einsetzen für die Umwandlung, für das ganze Brennen. Damit musst du Strom erzeugen, Fackeln und bla und blub. Also da wird Kohle richtig teuer. Man kann natürlich auch Holzkohle machen, hat den gleichen Stellenwert. Bringt genauso viel Energie ein wie normale Kohle. Aber da muss man ja auch wieder umwandeln. Weil du musst ja Holzkohle oder Holz in Holzkohle erstmal umwandeln. Ja. Das braucht ja auch wieder ein bisschen. Also bin ich echt der Meinung, am Anfang ist für mich immer so Kohle, Eisen mit das teuerste. Haben wir mal wieder was gelernt? Und ganz wichtig, später, Chaos, ich habe ja im Feed the Beast,
auf dem Server eine Diamantenfabrik gebaut. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch mit dem aktuellen Patchstand funktioniert. Dann kannst du ja Industriediamanten herstellen. Ja. Und da brauchst du Kohle für. Aber nicht, also doch Kohle im Endeffekt. Okay, und es funktioniert nur mit Kohle. Es funktioniert nur mit normaler Kohle. Keine Charcoal, keine, kein Coke. Also kein Coal Coke, sondern nur Kohle. Und dann nimmt man aber dann am besten mit Silk Touch, baust du denn die Kohleblöcke so ab, wie sie sind in der Wand. Und tust sie dann vorher noch weiter oder anders verarbeiten. Dann kriegst du nämlich normale Kohle raus, Kohlestaub und Tiny Pill of Coke. Also so kleine Teile von Kohle. Und daraus dann aus dem Kohlenstaub kannst du Kohle machen. Aus die Tiny Pill of Coke kannst du auch Kohlenstaub machen. Daraus kannst du dann wieder Kohle machen. Um dann halt aus einem Stack von diesen Kohlenblöcke bekommst du dann, glaube ich, anderthalb oder zwei Diamanten raus. Aha. Sehr komplex, das Ganze. Jo. Wow. Einer der Gründe, warum mir das nicht gefallen hat. Ja, man muss sich ja nicht mit allem beschäftigen. Also dieses ganze Soundcraft, wie gesagt, ich bin da kein Freund von, ich habe mich auch nie damit beschäftigt, dementsprechend ist es mir egal. Ja, ich lese mich auch nur in die Sachen ein, die ich denn gerade brauche. Sprich, wenn ich mich denn wieder mit Turtles auseinandersetze, weil ich die verwenden will, denn oder mit automatisierten Lagersystemen, dann schaue ich mir irgendwas an, lese mir in den Foren irgendwas rein, um dann ganz schnell, auch ganz unsauber gerade beschissen, hab Blöcke mit Hand abgebaut, nein, um dann halt einfach da mein, um dann halt einfach da mein Wissen aufzufrischen oder generell das Wissen erstmal anzulesen dafür, weil anders kannst du es nicht machen. Und ich lese mich auch nicht in allen ein, sondern echt nur in die Sachen, die ich wirklich benötige, die ich denn gerade brauche. Wo ich sage, das will ich gerade bauen. Als ich hier die Vorarbeiten für die, ich sag mal, ursprünglichen Filmaufnahmen für dieses Minecraft gemacht habe, habe ich mich auch komplett in Computercraft reingelesen. Für die Programmierung des Hauptrechners, der mir die Aufträge gegeben hat. Ich habe Chaos ausgefragt, was ich wie machen kann. Und das Ganze, um mich dann halt wirklich dann intensivst reinzuarbeiten. Und dann anzufangen, die ganzen Vorbereitungen zu machen für die einzelnen Episoden. Oh, schön! Hast hier schon den Krawall verlegt? Sehr schön. Ist fertig. Und allein die erste Episode von, was waren es gewesen, 30, 35 Minuten. Hat knapp 5 Stunden gedauert. Nur die Aufnahme. Puh. Weil ich ja noch so mit so einem Kameramod gearbeitet habe, der hier rumgeflogen ist und aufgezeichnet hat. Ah. Ja, genau, hat's erzählt, ja. Und das ist dann halt einfach so, deswegen dauert das immer so lange. Und das ist auch mit das Totschlagargument gewesen für das ganze Projekt. Was dazu führte, dass das Projekt dann halt nicht mehr umgesetzt wird, weil es einfach zu lange dauert. Wir brauchen wieder 4 Schaufeln. So, und weiter geht's mit dem Dach. Boah, hasse ich an Satteldächern. Ich hasse Satteldächer. Hier in Minecraft. Das geht ja doch. Hä? Zack, so. Haben wir wieder alles? Haben wir wieder alles. Nein, das war mir. Das geht da rein. Selbst unser Stein geht bald zu Ende. Das ist ja peinlich. Hast du nicht gerade in einer Mine? Ich habe aber nur Gravel, gezielt Gravel abgebaut. Achso. Ich habe mich nur gezielt um den Gravel gekümmert. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Zucker. Für 3 Blatt Papier. Ich will doch bloß ein paar Bücherregal. Das ist so schlimm. Sollen dann hier dann auch NPCs dann wohnen? Oder? Bin ich noch am überlegen. Ich bin der Meinung, dass ja, ich das echt mir diesen NPC-Mod hole. Um dann denn hier gezielt Einwohner drinne zu haben. Die dann halt ihren Geschäften nachgehen.
Also es gibt ja so einen Mod, den jetzt auch Gronkh verwendet. Den habe ich auch schon ausgetestet gehabt. Mit dieser extra Sichel oder was? Genau, wo du dann diese Holz-Hoe hast, um damit die Einwohner zu generieren. Und dann denen halt sagen kannst, du läufst jetzt x Blöcke weit, du siehst jetzt so und so aus, du bist jetzt die Gruppe, bla, wie auch immer. Um dann halt hier auch Leben in die Bude reinzubringen. Ja, oder du bist ein Händler, kann man ja auch sagen. Ja, genau. Ach ja, ich wollte ja gucken wegen Bücher bauen und so. Wie viel haben wir jetzt? 5. Wow, das ist ja wow. Ja. Heftig. Ich glaube, das war so, ne? Nee, war es nicht. In der wievielten Folge sind wir denn jetzt eigentlich schon? Technisch in der 4. Ah, okay. Doch schon so weit. Ich habe ein Bücherregal. Yay! Ist das Kacke. Applaus, Applaus, Applaus. Ich glaube, ich verschiebe das Bücherregal bauen. Weil es zu langwierig ist. Nee, ich verschiebe es auf etwas anderes. Ich baue jetzt Zäune. Du sagst mir, wo du die Weide hinhaben wolltest. Das weiß ich alles noch nicht. Das ist super. Das mache ich spontan. Ich sehe, wir verstehen uns voll gut. Ja, ich bin eher so der spontane Typ, was das angeht. Wo ist mein ganzes. Ach, Tracy hat das ganze Holz gemopst. Meinst du Ja. Eichenholz? Okay, ich habe auch nicht mehr viel in Ja, der dann gehe ich Tasche. wieder Bäume fällen, weil dann baue ich jetzt nämlich einen Zaun und dann fange ich Kühe und dann mache ich Weizen irgendwo hin schnell. So ein kleines Minifeld irgendwo anbringen. Oder vielleicht auch schon da, wo du Felder hinhaben willst. Also ich kann dir auf jeden Fall schon mal sagen, hier wo die Schafe sind, Richtung Meer, da sollen auf jeden Fall die Tiere Also, wenn sein. man vor dem Haus steht, Hatte ich mir links. gedacht. Genau. Okay. Genau, auf der linken Seite sollen sich die Tiere befinden. Eine große Weide, wo alle Tiere drinne sind, oder für jedes Viech einzeln? Also ich habe mir so überlegt, dass man für jedes Vieh einzeln macht, aber dass sie so verbunden sind. Weißt du nicht, dass sie so einzeln stehen, sondern wie so eine Reihe. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja, fast. Also, das sind, keine Ahnung, der Zaun X, der jetzt das Gebiet für die Schafe abgrenzt, ist auch gleichzeitig der Zaun für die Kühe. Okay. Ne? So. Und dann kann man ja, also ich habe auch hier extra freigelassen für Tür und sowas. Und dass man dann eben wie so einen Weg macht, dass ein so ein Weg dahin führt, so geradeaus Richtung Wasser und dann links und rechts von dem Weg entlang sind dann diese Weiden für die Tiere. Nichts mehr. So Nee, habe ich nee. mir das Also erstmal gedacht. ein großes Ding abzäunen und dann in Parzellen abteilen. Genau. Okay. Okay. Direkt am Haus beginnend oder weiter weg? Warte mal. Ich komme gerade runter. Also hier habe ich ja Treppen gemacht. Ja. Genau hier. Und dann soll dann hier so ein zwei Blöcke breiter Weg soll dann hier so entlang gehen. Dann nicht direkt am Haus anfangen, sondern was weiß ich, hier oder sowas fängst du dann an. Mit den Zäunen und dann geht's da Okay, los. dann verschaffe ich nur schnell eine Schaufel und dann fange ich mit ein bisschen mit Terraforming an und dann packen wir Genau. da die Zäune hin und dann gehe ich mal auf Kuhfang, So. damit wir zumindest schon mal die Kühe haben und dann müssen wir noch den Chaos in Haus einbuddeln. Genau, weil der hatte ja diesmal keine Lust gehabt, mit uns zusammen aufzunehmen, die Sau. Genau. Kann ich aber verstehen, bei so einem Wetter bin ich auch relativ lustlos, irgendwas zu machen. Also ich muss sagen, ich war heute super gut drauf. Also ich hatte so gute Laune gehabt, es Ja, war. okay, aber du warst heute auch noch nicht den ganzen Tag irgendwo in einem Großraumbüro am Arbeiten, wo viele Menschen um dich herum stinken, du die ganze Zeit an warmen Computern sitzt, was noch zusätzlich die Temperatur hochtreibt.
Also ich habe an meinem PC gesessen Ja. und ich war ja dann später 2,5 Stunden anstatt anderthalb im Training gewesen. Und da waren auch Ja. schwitzende Leute, Aber 8 Stunden. total sexy. Aber acht Stunden schwitzende Kerle um dich haben, ist, glaube ich, schlimmer.